Ahoi und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, hier mit eurem Free Agent und heute mit dem Tier 8 Schlachtschiff der Amerikaner, der North Carolina. Immer noch eins meiner Lieblingsschlachtschiffe, schlagkräftig, schön, windschnittig, hat eine gute Geschwindigkeit gegenüber den Japanern, 3 Knoten langsamer, aber trotzdem immer noch schnell genug. Das Ganze hier auf Ozean im Herrschaftsmodus, die Teams sind relativ ausgeglichen. Die Gegner haben ein Schlachtschiff mehr, ein Sechser, wir haben dafür einen Zerstörer mehr. Also klar, gerade im Herrschaftsmodus ist es natürlich von Vorteil, je mehr Zerstörer man hat, umso eher kann man die Caps einnehmen, aber das kann auch ganz schnell andersrum sein, dass man seine Zerstörer schnell verliert und dann hat man davon nicht viel gehabt. Also insofern geht das eigentlich mit dem Matchmaking hier. Ja, unsere DDs sind auch 3 Stück in einer Division. Das kann von Vorteil sein, das kann aber auch ziemlich schnell nach hinten losgehen. Unsere 3 DDs fahren erstmal straight away komplett Richtung ein Cap-Kreis. Das ist eher ungünstig. Das kommt jetzt darauf an, wie die anderen sich hier verteilen. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal runter Richtung A fahren. Und auf keinen Fall Richtung C, weil mit Pech sind da gleich so viele Torpedos im Wasser, dass ich selber nicht mehr weiß, wo ich hinfahren soll. Also bin ich auf der anderen Seite besser aufgehoben. Ja, die North Carolina, selbst nach dem Update, dem letzten, wo ja die Zitadellentreffer so ein bisschen mittlerweile mager geworden sind, ist immer noch schlagkräftig genug. Sie macht sehr viel Alpha-Schaden. Und man kann immer noch ganz schnell dem Gegner sehr viel Schaden zufügen. Gerade wenn man hier sowas wie Sechser-Gegner hat im Bereich der Kreuzer oder auch Schlachtschiffe, die haben halt noch nicht die Panzerung. Da sind sie mit einem Achter-Schlachtschiff echt schwer bestraft, wenn man mit dem dann die Gegner aufs Korn nimmt. Aber was soll's, man muss das Matchmaking so nehmen, wie es ist. Da hilft kein Jammern, da hilft kein Motzen. Jetzt geht es ums nackte Überleben. B und A werden schon eingenommen hier und da haben wir die ersten Gegner, die Cleveland. Schönes Ziel, ich schieße immer gerne auf Kreuzer, das ist immer eine schöne Sache. Deshalb fahren wir ja auch alle Schlachtschiffe. Wir fahren Schlachtschiffe, weil wir richtig Damage rauskloppen wollen und weil wir es lustig finden, wenn die Dinger platzen. Wer sagt, er fährt Schlachtschiffe aus anderem Grund, der lügt. Ganz klar und einfach gesagt, das ist das, was wir wollen. Wir wollen Schaden sehen. So, und da haben wir auch den ersten 4300, solider Hit. Auf die 18 Kilometer Entfernung sind wir damit erstmal zufrieden und fahren weiter auf sie zu, um den Abstand zu verkürzen. In der Zeit haben wir hier schon wieder nachgeladen, etwas weiter drunter gehalten, weil sie leicht schräg fährt und dann wieder abgesetzt, sondern hoffen wir, dass wir sie jetzt gleich richtig erwischen und dass wir sie platzen sehen. Die steuert auch auf unsere Mayhem zu und dementsprechend müssen wir sie jetzt da rausholen, dass unser Zerstörer da gar nicht erst. Ups, habe ich falsche Taste erwischt. Gar nicht erst in Bedrängnis kommt. Ja, wieder 3 Treffer. Jetzt hat sie noch ganze 13.000 gehabt. Die Verbündeten machen den Rest. Jetzt brennt das Ding. Da sieht man schön, wie die Kugeln am Deck von der Cleveland abprallen. Da schießt einer wohl etwas in einem ungünstigen Winkel. Und jetzt laufen die Torpedos zu. Eigentlich hätte ich den Kill gerne gehabt hier. Aber die Torpedos sind schneller als meine Kugeln. Schade, ich brauche jeden Kill für den ALP-Auftrag. Ich bin dabei, meinen Captain zu sammeln und stehe kurz vor der ersten Aufgabe, dass ich die hinter mir habe. Also insofern, ich brauche nur eine Handvoll Kills, sondern ist das erledigt. Der war mir nur nicht vergönnt. Nehmen wir jetzt die Pensacola. Die ist auch als Ziel ausgegeben worden, aber die dreht jetzt ab. Das ist schlechter, jetzt drauf zu schießen. Erstmal gucken, wo sie hin will. Die Mayhem schießt in einem hohen Bogen dahinter. Da sieht man schön den Bogen der amerikanischen Zerstörer. Die Kugeln sind immer sehr lange unterwegs und deshalb schwer, den Gegner zu treffen. So, jetzt versuche ich das mal, ob ich sie doch erwische und da haut's mir in die Seite. Aber ordentlich. Und das aus eigener Dummheit. Das passiert, wenn man zu lange auf ein Ziel fixiert ist, keine Augen mehr für die Umgebung hat und dem Schlachtschiff sagt, ach komm, ich bin so blöd, ich fahre geradeaus, drück mir doch mal richtig schön einen rein. Da könnte ich mir selber doch wieder einen Hintern beißen hier. Den Treffer, den muss ich mir selber anrechnen. Das war ärgerlich. So, Aoba oder Pensacola. Pensacola ist besser.
Die ist schließlich auch schuld. Irgendeiner muss ja schuld sein. Man möchte ja nicht selber schuld sein. Hier sind reichlich Torpedos wieder im Wasser. Und jetzt fahren Aruba und Pensacola schön zusammen. Und dementsprechend gibt es hier zwei Overpan-Hits. Da wusste der Rechner wahrscheinlich wieder nicht, wo er denn die Kugeln eigentlich hinleiten soll. So, die 18.000, die ich da reingedrückt bekomme, die ärgern mich. Das ist so ein typischer Fehler, den man macht. Man ist einfach zu fixiert auf ein Ziel, achtet nicht mehr drauf und zeigt dem Gegner so die Breitseite. Mann, 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 und dann passiert mir hier so ein Ärger. Ja, aber die Umstellung hier auf Ozean mit den drei Caps hat ganz gut getan, gibt ein bisschen Action hier in dem Ganzen und sollte eigentlich verhindern, dass die Teams sich nicht mehr so auf einer Seite konzentrieren. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, haben wir genau das, was eigentlich verändert werden sollte. Der Gegner steht wirklich konzentriert da in vier Quadraten. Und das ist jetzt wie Tontauben schießen, weil sobald die Kanonen fertig sind, kann man auch schon wieder loslegen, weil die sind so konzentriert, irgendeinen wird man immer treffen. Also wenn euch sowas passiert, solltet ihr dringend versuchen, euer Team zu animieren, ein bisschen da aus dem Knick zu kommen und nicht ganz so auf einem Punkt zu stehen. Oder wenn denn das schon nicht zu vermeiden ist, dann gebt Ziele aus, versucht, dass das Random-Team sich einig ist und ein bisschen das Fokusfeuer aufnimmt, weil das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wie man aus dem Kram hier noch was machen kann. So sind die Jungs da ziemlich auf verlorenen Posten. Die New Mexico ist stehen geblieben. Kardinalsfehler. Immer ungünstig. Schön vorne auf die Schiffsmitte anvisiert. Und da fliegen die Kugeln rüber. Verfolgen wir sie mal. Ich finde, das ist immer noch schick hier. Und da schlagen sie auch fürchterlich ein. Fünf Treffer. Das hat er böse bereut, dass er jetzt stehen geblieben ist. Mal gucken, ob er was draus gelernt hat. Jetzt braucht er natürlich auch eine ganze Zeit, bis er wieder in Fahrt kommt als Schlachtschiff. Und die Amerikaner sind ja auch nicht die schnellsten. Und dementsprechend ist es für mich die Gelegenheit, hier gleich nochmal drauf abzusetzen. Und ihm dafür richtig bluten zu lassen, dass er meinte, er müsste da die Fahrt rausnehmen. Und da schlagen sie auch ein, gleich mit 12.000, das waren wieder 5 Treffer, ja. Und nun hat ihn sein Stehenbleiben im Endeffekt roundabout, war 22.000 Punkte gekostet. Das war ein teurer Spaß. So, Pensacola will hier an der Seite rum, das auf keinen Fall. Als Brandstifter möchte ich den auf keinen Fall hier an der Seite stehen haben. Dementsprechend ein vorm Bug schießen und ihm hoffentlich dazu kriegen, dass er abdreht. Und da gibt es einen auf die Zitadelle mit 14.000 Damage. Das sollte ihn dazu bringen, wegzudrehen. In der Zeit hier die Fubuki markiert. Die ist nämlich nur noch 11 Kilometer entfernt. Auch wenn die Sekundärbatterie der Amerikaner ja nur nicht so weit ist wie bei den Japanern. Kann es nicht verkehrt sein, den schon mal zu markieren, falls er sich doch noch näher ranschleicht. Außerdem setzen wir da jetzt nochmal drauf ab. Und haben ihn sogar getroffen, zweimal die Basis verteidigt, dementsprechend kann er uns das Cap hier jetzt nicht abnehmen und hier sieht, was hier an Torpedos unterwegs ist. Das ist halt der Grund, warum ich für so ein Hardcap bestehe und mir wünschen würde, dass Wargaming hier maximal drei Zerstörer pro Team zulassen würde, weil es sind einfach irre, was hier an Torpedos jetzt im Wasser ist. Da muss man ja schon aufpassen, dass man nicht von den eigenen irgendwie erwischt wird. So, vielleicht kriege ich die Amagi, da ich ja vorhin die Cleveland nicht bekommen habe und kann niemandem Konto zuschreiben. Aber auch das klappt nicht. Auch da sind meine Kugeln zu spät am Gegner. Ich kriege hier irgendwie momentan keine Kills zusammen. Und dann komme ich mit meinem Auftrag auch nicht weiter. Das ist ärgerlich. So, New Mexico. Und ob man es glaubt oder nicht, er hat es nicht gelernt. Er steht schon wieder. Und wenn man es beim ersten Mal nicht gelernt hat, dann vielleicht beim zweiten Mal. Also dementsprechend wieder auf die New Mexico angesetzt. So ist es auch ein einfaches Ziel. Da braucht man nicht mit der Vorhalte zu arbeiten. Da weiß man vorne auf die Schiffsspitze und dann treffen die Kugeln schon. Und da ist es egal, ob man nun 10 Kilometer entfernt ist oder 15 oder 20. Und dementsprechend gab es hier wieder einmal etwas über 4.000, einmal über 3.000. Und nun ist er nur noch bei 15.000 Punkten und muss sich hochheilen. Da haben wir ein Flugzeug, das können wir nebenbei mitnehmen und anvisieren. Und jetzt gibt er wieder Gas und das gleiche Spiel wie eben. Er braucht eine ganze Zeit, bis er wieder Geschwindigkeit hat. Dementsprechend kann man einfach vorhalten.
Und jetzt wird es auch Zeit, in den Infight zu gehen. Wir waren jetzt lange genug hinten. Jetzt geht's nach vorne, wieder 5400 auf die New Mexico. Das sind so richtig schöne Hits, die tun weh. So, da haben wir die North Carolina. Jetzt ab in den Infight, auch wenn das zwei Carolinas sind. Ich habe noch genug Verbündete hier. Da fliegen mir jetzt auch gerade die Kugeln rein. Und da tut's weh. Da gab es gleich wieder einen bösen 20.000er Hit. Die North Carolina trifft gut. Das war bestimmt auch der Baggerloot, der mir vorhin da einen reingedrückt hat. Da haben wir noch einen Pensacola als Brandstifter. Aber die ist gleich raus. Auf die North Carolina laufen die Torpedos. Die dreht jetzt auch ein. Dementsprechend hat sie einen sehr ungünstigen Winkel, also schieße ich lieber auf die andere, die mit der Breitseite zu mir steht. Weiter die Nase eindrehen Richtung North Carolina. So, da habe ich mich gerächt. Jetzt habe ich den Zitadellentreffer machen können. Auf North Carolina Nummer 1 hier laufen die Torpedos und laufen auch gut. Hinter mir laufen Fremdtorpedos, da muss man dann auch wieder drauf achten. Und da hat sie North Carolina erwischt, sehr schön. Und dementsprechend haben wir hier jetzt nur noch einen ebenbürtigen Gegner. Schön mit der Breitseite zu mir. Und dann hoffe ich, dass er gleich nochmal so einen bösen Hit kriegt. Ja, der war vom Schaden her nicht so böse, aber er hat die Kanone verloren. Und das ist natürlich auch nicht zu verachten. Dementsprechend kann er jetzt nur noch mit zwei Geschützen auf mich schießen. Und das hat schon seine Vorteile. Er hat vorne eines der Geschütze verloren. Sehr gut. Das freut doch. Dementsprechend fliegt mir jetzt nur noch ein Teil der Kugeln entgegen. 2000 Punkte hat er noch. Und jetzt komme ich hoffentlich zu meinem ersten Kill hier. Hervorragend und habe damit auch gleich die Basis gesichert, dass er hier keine Punkte mehr uns wegnehmen kann. Auch wenn er damit jetzt nicht mehr viel erreicht hätte. So, New Mexico. Die habe ich nun schon dermaßen oft bedient. Dann können wir jetzt hoffentlich nun auch den Rest da vollenden. 15.000 Punkte hat sie noch. Das waren 2000er, der hat sich nicht gelohnt. Habe schweren Schaden kassiert. Schlechter Austausch, also versuchen wir das nochmal. Was haben wir hier hinter noch? Zerstörer und Atago. So, da gab es 8000 und jetzt ist Ende im Gelände hier aus die Maus. New Mexico ist jetzt fällig. Und dann kann ich eindrehen zu den anderen. Da laufen schon wieder Torpedos. Das ist so ein Spiel, da ist man wirklich froh, dass man nicht von einem eigenen Torpedo irgendwann mal getroffen wurde. Ja, sein Hochheilen hat nichts mehr gebracht. Jetzt abgesetzt. Leicht in die Schräge. Fubuki und Atago sind nicht so weit weg. So, Kill Nummer 2, sehr schön. So, dann eindrehen. Fubuki mit 11 Kilometer ist ziemlich dicht dran, aber hat ihre Torpedos da rechts laufen, gehe ich jedenfalls mal von aus, dass sie von ihr sind, von wem sonst. Atago hat nur 10 Kilometer Torps, dementsprechend ist die Fubuki erstmal kein Risiko. Gleich sind auch die Geschütze rum, es dauert immer quälend lange bei den Schlachtschiffen. So, Fubuki ist zu, das heißt einfach mal Richtung Atago geschossen. Das ist jetzt mehr Wunschdenken. Mal gucken, was passiert, weil das wird auch die letzte sein bei 987 Punkten. Und da habe ich ihn tatsächlich erwischt, noch mit einem Zitadellentreffer, so zum Abschluss, um das Spiel abzurunden. Sehr schön. Und habe noch einen Kill für den Auftrag mit nach Hause genommen. Das ist doch fein. So, was sagt die Auswertung hier? Natürlich ein Sieg. 279.000 brutto mit 45 Treffern. 3 Kills, 3 Zitadellentreffer, Basis verteidigt, kann sich das doch im Gesamten alles sehen lassen. Schauen wir die Teamwertung. Hat gereicht für Platz 3. 4 Flugzeuge kamen noch dazu, 1905 Basiserfahrung. Und natürlich, wie immer, Ozean ist Zerstörerland. Da fühlen sich die Zerstörer wohl, da können sie ihre Torpedos spammen. Da kann sich kein Schiff verstecken und dementsprechend stehen noch 2 oben. 162 Mal geschossen. Mit einem Gesamtschaden von 117.665 und einer ganzen Menge Gegner, die wir hier getroffen haben. Also alles in allem sehr schönes Spiel. Ja, 31 Treffer selber kassiert mit roundabout 42.000 Damage. Da haben die Gegner es versucht, aber Gott sei Dank nicht geschafft.
176.000 Credits sind übergeblieben durchs Premium-Konto, sind wir hier mit 2.858 Erfahrungspunkten dabei und 143 freie. Ja, und auch ohne Premium-Konto wäre man hier immer noch gut dabei gewesen, hätte ein paar Credits mit nach Hause genommen und die Erfahrungspunkte hätten sich auch sehen lassen können. Die North Carolina, immer noch ein sehr schönes Schiff. Ich fahre sie unheimlich gerne, mag sie. Kann mich auch nicht ganz entscheiden, wen ich nun besser finde, Amagi oder North Carolina. Ich finde sie eigentlich beide sehr gut. Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz, das hier ist immer noch eines meiner Lieblingsschiffe, muss ich so sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich wünsche euch wie immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.